Ja, willkommen zurück zu Elix. Und in der letzten Folge wurden wir ja von so einem komischen Biest besiegt. Ich frage mich ja, warum sowas hier oben ist, in der Nähe von Goliath. Aber hey, wir sind wohl auf einem Staudamm oder sowas ähnliches. Und ich dachte mir, ich gehe mal hier reingucken. Eventuell finden wir irgendwas Tolles. Wir hatten ja auch gesehen, oh, eine Verbandstasche. Ein Breitschwert. Na, holla die Waldfee. Wow. Können wir das benutzen? Nein. Uns fehlt Stärke. Können wir überhaupt nichts benutzen. Wie toll das ist. Schwacher Alp. Alles nur wegen deinem Elix gut, ne? Sonst bist du einfach nur ein guter Löffel und ein guter Teller. Ja, toll. Also, ist schon sehr interessant, wie das Spiel funktioniert. Das macht ja auch Spaß. Aber irgendwie. Manche Sachen sind echt komisch, oder? Und hier. Also, ich kann schon ein bisschen verstehen, warum die Leute da meckern wegen den Schwierigkeitsgrad oder so. Aber Gothic war dafür ja auch bekannt vorher, dass es nicht gerade so einfach war. Deswegen weiß ich nicht. Ich hätte zwar aber auch gerne jetzt, wenn man schon in Schwierigkeitsstufe leicht spielt. Oh, 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 oh. Okay, das ist wohl nicht so gesund hier in die Ecke. Was haben wir denn hier oben? Ist das hier allgegenwärtig? Oh, was ist das denn? Oh, wir können hier reingehen. Okay, nett. Ach, hier ist irgendwie alles irgendwie verpestet oder sowas, oder? Hm, komisch. Naja, also, ja, also man muss sich, glaube ich, darauf einlassen, dass man auch flüchten muss und dann könnte das ja auch gehen. Ist halt ein schwieriges Spiel. Ist nicht einfach. Und dann können wir oben mal gucken, was im Rucksack war. Gleich. Bisschen Giftkraut. Ja, und alles, was halt einen Totenkopf hat, ist nicht einfach so zu töten. Also, das muss man auch wissen. Jetzt können wir hier mal hoch. Tada! Ja, wir müssen da um die Ecke. Oder können wir da auch? Oder hier rum? Nein, können wir nicht. Natürlich nicht. Wäre ja viel zu einfach, ne? Aber jetzt haben wir den Rucksack. Und was haben wir da drin? Kleiner Heiltrank und ein Krug. Alles nehmen. Braucht doch sowieso keiner, wenn er hier oben ist. Was haben wir hier? Großer Elixitbeutel. Guter Becher und Elektroschrott. Oh, was ist das denn? Ah, einer dieser Hunde. Oh! Na komm, hau ihn noch. Hau, 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 hau. Na, langsam geht's ja, ne? Aber trotzdem. Aber trotzdem. Schwere Sache. So, da haben wir denn eine Heilpflanze. Jetzt habe ich gar nicht geguckt. Da sind ja die beiden Jungs, die da vorbeigelaufen haben. Ja, aber ich schätze mal, das werden Setzer gewesen sein. Keine irgendwie Bekannten. Hier haben wir sowas wie die Dinos mäßig. Kleine Heilpflanze nehme ich für mich mit. Dann wandern wir lieber einmal so rum. Das auch. Heilpflanze, ja, egal, lassen wir die liegen. Ich habe niemandem was getan. Also. Nicht gleich töten hier.
bin friedlich. Ein Pazifistenalp. Okay, die Dinger sind alle da vorne, ne? Was haben wir denn hier? Oh, schon wieder so ein Riesenvieh. Ey, das ist ja Wahnsinn. Ist das vielleicht über eine rückwirkende Mutation so gekommen, dass die Vögel wieder zu Dinosaurier wurden? Kann dies möglich sein? Da hinten haben wir einen von den Fraggles. Was war das denn? So. Bisschen konzentrieren jetzt. Und wenn das Riesenviech in der Nähe ist, einfach verstecken. Übrigens glaube ich nicht, dass sie hier das mit hier die Dinger so hingepflanzt haben. Glaube ich nicht. Das glaube ich jetzt wirklich nicht. Wo ist denn mein Freund hier? Da ist er. Oh, der mag mich nicht. Der mag mich nicht. Ich sehe das jetzt schon. Ach, mein Freund, du bist der Alp des Todes. Jetzt haben wir nochmal eine Heilpflanze, ist gut. Noch eine, dann fehlen nur noch vier. Und ich glaube, mein Freund ist direkt da auf der anderen Seite. War das nicht so? Nee, hier ist er noch nicht. Da ist er. Schleichen wir uns ganz schnell dran vorbei. Wo ist die Pflanze? Ich sehe sie nicht. Bolzen, toll. Wo ist die Heilpflanze? Hä? Ich tue niemandem was. Unten, ne? Ignis Artifix. Ja, geil. Was ist das? Was ist das denn? Ui. Einst die Waffe eines großen Warlords, der dieses Schwert in der Hitze des Vulkans härtete. Seither trägt es eine unglaubliche Macht in sich. Ja, ist ja geil. Ich kann den nicht benutzen, weil Stärke und Geschicklichkeit ganz viel ist davon zu erwarten. Oh, oh, wo bist du denn? Hi. Setzer. Quatschen fehlt mir die Zeit. Kann ich das nehmen? Oder ist das böse? Ich klau lieber nichts. Wahrscheinlich gesünder. Seelenkraut. Also ist das die Heilpflanze da unten. Gut, noch zwei. Zwei Heilpflanzen. Und ich muss an dem Vieh vorbei, oder? Ich hab da mal eine kleine Frage, Jungs. Warum macht ihr nichts gegen den, der da ist? Altrang. Es steht ja nicht, dass ich was klaue, oder? Wir drücken mal die Speichertaste und gucken, ob wir uns da einfach nähern können, ohne auf ihn zu schießen. Der Böse. Ja, der sieht aus, als wenn er nicht böse werden würde, oder? Ach, ich brauche die Mana-Pflanzen.
Die Dinge, die Heilpflanzen. Wie mache ich das jetzt? Oh oh. Okay, er wird böse. Er wird böse. Er wird böse. Alter Schwede. Das kleine Vieh kann ich wahrscheinlich platt machen, ja, oder? Oder sind das jetzt auch... Oh, ne, das sind ja auch... Alter, was soll denn das? Was gibt der mir wie eine Quest? Ich kann die gar nicht erfüllen. Witzig. Oh, was haben wir hier? Metallschrott. Großer Heiltrank. Geldbeutel. Erdmündel. Elektroschrott. Ich kann den gar nicht töten. Ich komme gar nicht an die Heilwurzeln ran. Und der will mich schon wieder kalt machen. Ich habe nichts getan, Alter. Echt jetzt? Ohne Scheiß. Ich mach das nicht. Ich habe nichts gemacht. Also ich bin definitiv in der falschen Abteilung. Ich sollte mich teleportieren und wieder zurück in die Stadt. Schlechter Zeitpunkt. Es gab noch nie bessere Zeitpunkte, dass du dich teleportieren solltest, du Idiot. Aber du sagst schlechter Zeitpunkt. Möchte ich gerne wissen. Warum? Weshalb? Weswegen? So, ich kann die Wurzeln nicht aussammeln, also werde ich mich da unten mal hin wieder beamen. Und dann werde ich mir mal eine andere Quest aussuchen, wa? Also ich kann die Erntezeit nicht weitermachen. Elix für den Mana-Schrein. Den Kaldrim. Das ist für die Krypta. Der Elix-Nachschub. Maschinenteile. Clan-Streit. Und dann sollte ich den vielleicht mal machen, den Hausverbot. Tada! Da muss ich jetzt, glaube ich, den Oran dazu bringen, oder? War das nicht so? Sowas hätte ich auch gerne. Ja, das hätte jeder gerne. Ich spiel auch gerne an solchen Sachen rum. Wir können ja tauschen. Lass das nur nicht meine Frau hören. Ne? Was war das denn? Bruder! Bruder, bist du's? Bruder! Bruder? Wer bist du denn? Such jemand anderen zum Reden. Ja, what the? Ich brauch niemand anders zum Reden. Du bist gut. Der kann bestimmt auch den Dingen von StarCraft benutzen. All your base belongs to us. Ah ne, das war Warcraft, nicht Star. Und... Wuhu! Tada! Manchmal macht das Spaß. Wo angrieben wohl ist die Socke? Weiß nicht, wo der ist. Weiß nicht, wo der ist. Der muss doch hier irgendwo sein. Schätze mal, der wird hier irgendwo im Haus sitzen und ich laufe die ganze Zeit dumm dran vorbei. So. Erstmal Pause machen. Der Hammer-Clan schickt mich, das hatten wir schon mal. Der Hammer-Clan schickt mich. Oh ja, so. Vielleicht stimmt dich dieses Elixit um. Wenn ich es mir recht überlege... Na gut. Für Angrim werde ich mir schon was ausdenken. Was hat Angrim damit zu tun? Er hat mir die Anweisung gegeben, den Hammer-Clan nicht mehr zu bewirten. Ich denke, er hat gehofft, dass es einige Überläufer zum Eisen-Clan geben könnte. So ist das also. Vielleicht sollte ich Cormac davon erzählen. Du musst selbst wissen, ob das eine kluge Idee ist. Ich muss mich jetzt wieder meiner Taverne widmen. Ist das dein Ernst? Okay, aber wo... Ich bin mal weg. Wo finde ich denn jetzt Angrim? Ich hab gehört, er wurde bestohlen. Heiler?
Krieger? Das ist sein Problem, nicht meins. Besitzerin? Kralle? Bist du dir da wirklich sicher? Werker? Werker? Krieger? Eine ganz spannende Sache, würde ich sagen. Dann sehen wir mal in der nächsten Folge weiter, was ich tue.